Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von E-Scooter Berlin. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man den Controller vom E-Scoot Pro und auch vom E-Scoot X wechseln kann. Und dazu zeige ich euch jetzt alle Schritte. Kommt mal ein Stückchen näher. Beim E-Scoot Pro gibt es 4 Stellen, wo man mit Inbus oder mit einem Akkuschrauber erstmal das komplette Trittbrett runterkriegt. Ich zeige euch die mal. 1, 2, hier hinten 3 und 4. So, ich mache das mit einem Akkuschrauber, geht auch mit einem Inbus, aber hier geht es schneller. Scheiben drin, muss man vorsichtig sein, dass man nicht verliert. Außerdem müsst ihr mit einem kleinen Inbus noch diese 2 kleinen Schrauben lösen. Das machen wir jetzt mal. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr das Trittbrett abschraubt beim E-Scoot X. Ist genauso wie beim Pro, nur dass ihr hier 1, 2, 3, 4 Stellen habt und zusätzlich noch hier drinne diese eine, und dann geht die Platte oben ab. Wieder einen Inbus und müssen diese 4 Schrauben lösen. So, mit einem kleinen Schraubenzieher versuche ich jetzt ans Innere zu kommen. Vorsichtig hier mit der Bremsleitung. Der hat es geschafft. So, und hier sehen wir auch schon den Controller. Schön dreckig, so wie man hier sieht. Kann man alles mit Steckverbindung auseinanderziehen und dann den neuen Controller wieder einbauen. Was noch Hinweis sein sollte, um den Controller rauszulösen, gibt es hier 1, 2 und hier auch nochmal 2 Schrauben. Die gehen ein bisschen blöd raus und wieder rein. Ich würde die zuerst lösen, alle 4, dann das Ding rausnehmen, die Steckverbindung aufmachen. Können wir ja mal hier reingucken. So, achtet darauf, hier sind eigentlich immer kleine Pfeile, und auch, dass ihr hier entsprechend die Nut immer einhaltet hier. Dass die man dann bei jedem Gerät gibt's immer, passen immer nur ein Stecker und eine Verbindung aneinander. So wird es dann wieder alles rückgängig, wenn es rausgebaut ist, die anderen wieder alle draufstrecken. Manchmal mache ich es auch so, dass ich erst immer eins abziehe, das dann mit dem neuen verbinde und das Stück für Stück mit allen anderen auch mache. Ja, und dann wird alles wieder rückgängig gemacht. Damit ist dann schon der Controller getauscht. Das ist beim E-Scoot X im Übrigen genauso. Dann habt ihr euren neuen Controller. Ja, dann viel Erfolg beim Einbau.